Es ist ein europaweit einzigartiges Vorzeigeprojekt, an dem Ehrengäste und Verbundverantwortliche an diesem offiziellen Eröffnungstag in Oberösterreich entlang marschieren. Und der Begriff Fischwanderhilfe ist zwar technisch korrekt, doch wer nicht weiß, dass dieser mehr als 14 Kilometer lange Umgehungsarm, der von der Einleitungsstelle auf Höhe der Gemeinde Aschach bis ins Unterwasser des Verbundkraftwerks Ottensheim-Wilhering führt, nach monatelangen Bauarbeiten erst vor kurzem fertiggestellt wurde, würde auf den ersten Blick wohl eher vermuten, einen völlig natürlich entstandenen Nebenarm der Donau vor sich zu haben, inklusive vielfältiger Bewohner aus Fauna und Flora. Erst in unmittelbarer Nähe der Einleitungsstellen wird der Eingriff von Menschenhand erkennbar. Das ist schon eine Riesendimension. Sie sehen da die Breite, 10 bis 20 Meter. Also es geht nicht um ein Bacherl, sondern um ein richtiges Gewässer. Auch die Dimensionen des Wassers, das durchfließt, hat fast eigentlich einen Flusscharakter. Die Rückblende auf die insgesamt 13 Monate lange Bauphase macht die erwähnten Dimensionen des Verbundprojekts noch deutlicher. Nach dem Abschluss der mehrjährigen und teils ausgesprochen komplexen Planungsarbeiten kommen im Februar 2015 erstmals die Bagger zum Einsatz. Und das mit GPS-gestützter Präzision. Die zentimetergenauen Positionsangaben, die die Fahrer zur Verfügung haben, machen es möglich, dem Gewässer die geplante naturnahe Führung auch tatsächlich zu verleihen. Insgesamt müssen mehr als 320.000 Kubikmeter Sedimentmaterial präzise ausgehoben und abtransportiert werden. Auch die Errichtung der beiden sogenannten Dotationsgebäude ist Präzisionsarbeit. An diesen zukünftigen Einleitungsbereichen wird die Wassermenge für die Fischwanderhilfe reguliert und im Hochwasserfall abgesperrt. Die Fische finden durch die sogenannte Lockströmung in die Fischwanderhilfe hinein. Das ist eine konkurrierende Strömung zum Hauptstrom der Donau, der ein gewisses Maß eben überschreiten sollte. Und das stellen wir hier sicher, indem wir bis zu 5 Kubikmeter Wasser zusätzlich in die Fischwanderhilfe einleiten. Die Probe aufs Exempel folgt am Eröffnungstag. Bei einer eigens dafür errichteten Reuse sammelt sich die gespannte Gästeschar rund um den Gewässerökologen Gerald Zauner, der für das Monitoring der Fischwanderung verantwortlich ist. Das Öffnen der Absperrung ist der Moment der Wahrheit und es zeigt sich, dass die Reuse wie erhofft mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Fischarten gut gefüllt ist. Sogar ein stattlicher Hecht ist darunter, der sich allerdings als kamerascheu erweist. Ja, es ist absoluter Beweis, dass das System einerseits angenommen wird und wie gesagt, die einzelnen Arten zeigen auch, dass die unmittelbar aus der Donau kommen und dass auch die Durchwanderung in kürzester Zeit hier bereits stattgefunden hat. Ein Ergebnis, das die anwesenden Landespolitik- und Fischereiverbandsvertreter ebenso freut wie die Verbundverantwortlichen. Schon seit Jahren investiert der heimische Wasserkraftspezialist in ganz Österreich in modernste Fischwanderhilfen. Hier vor Ort waren es 8 Millionen Euro. In Summe geben wir an der Donau fast 30 Millionen Euro aus. Und wenn man sich alle Kraftwerke ansieht, im Wasserkraftwerksbereich des Konzerns, so sind es 280 Millionen aus heutiger Sicht, wobei ein Großteil schon ausgegeben wird, weil wir waren in der Vergangenheit bereits sehr fleißig. Dass es nicht unbedingt gleich die längste Fischwanderhilfe des Kontinents hätte sein müssen, um der EU-Richtlinie zu entsprechen, weiß man auch bei Verbund. Aber wir sind ja Partner in der Region. Wir haben nicht nur die gesetzliche Verpflichtung, sondern wir leben auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da. Das ist der Grund, dass wir uns nicht nur auf das gesetzliche Minimum engagieren, sondern durchaus auch darüber hinaus mit der Wissenschaft neue Lösungen schaffen. Und so kommt die neueste dieser Lösungen an der Donau in Oberösterreich nicht nur den Bewohnern aus dem Tierreich, sondern auch den Einheimischen und Ausflugsgästen zugute. Ein ökologisches Vorzeigeprojekt, das hoffentlich europaweite Nachahmer finden wird.